Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen hier im Kanzleramt an der Pforte D. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin eigentlich nur gekommen, um Tschüss zu sagen. Ja. Nee, weil ich muss unbedingt ins Bett. Meine Chefin, die Merkel, die macht mich fertig. Okay. Die macht ja nur noch Politik im Schlaf. Ja, okay. Also das heißt, ja, wenn andere schlafen, macht sie Politik. Ja, weil sie ja vorher geschlafen hat, als andere Politik gemacht haben. Ja, ja, okay, es ist unglaublich. Die macht ja irre. Ja. Wie jetzt in Minsk. Ja. Sie hat ja mal gesagt, sie hat gewisse kamelartige Fähigkeiten. Ja. Ja, wirklich, sie hat gesagt, sie kann auf Vorrat schlafen. Das ist völliger Blödsinn. Ja, da hat sie was durcheinander gebracht. Kamele können auf Vorrat trinken. Ja. Und ich frage mich immer, wenn sie jetzt schon schlafen und trinken durcheinander bringt, dann möchte ich gar nicht wissen, was sie bei diesen Verhandlungen noch alles verwechselt hat. Vielleicht Krieg und Frieden. Ja. Entschuldigung, in der Ukraine, da schweigen die Waffen, aber es wird scharf geschossen. Ja. Merkel, Hollande, Putin und Poroschenko haben die Friedenstaube aus dem Käfig befreit, nur um sie anschließend in einen anderen zu sperren. Und wenn diese vier jetzt gemeinsam den Bruch der Waffenruhe verurteilen aufs Schärfste, dann ist es doch nur der beste Beweis dafür, dass welchen Galgenhumor man aufbringen muss, um diese Kriegspolitik überhaupt noch auszuhalten. In der Ostukraine, da herrscht doch mittlerweile ein einziges Geben und Nehmen. Die Rebellen, die geben keine Ruhe und die Ukrainer geben nicht nach. Und wer dann glaubt, dass man diesen Konflikt wirklich durch noch mehr Waffen beenden kann, na, der glaubt auch, dass ein Selbstmordattentäter sich vorher mal zur Probe in die Luft sprengen kann. Herr Völk, wo ist er, Herr Frohwin? Was denn? Herr Frohwin, Sie stehen bitte im Weg. Geben Sie den Blick frei. Wohin denn? Worauf ich denn? Ich muss wissen, wo Osten ist. Hä? Osten! Warum wollen Sie denn wissen, wo Osten ist? Damit ich weiß, wohin wir beten müssen. Was? Sie wollen beten? Im Kanzleramt nach Osten, gen Merkel? Gen Mecker. Was? Also, Sie wollen konvertieren, muss ich mir Sorgen machen. Sind Sie jetzt zu einem radikalen Salafisten mutiert? Nein und ja. Ja, Sie müssen sich Sorgen machen. Nein, ich bin nicht mutiert, aber unsere Kanzlerin will zum Islam konvertieren. Oh, von der Mutti zur Muslima. Ja, ja, Herr Frohwin. Frohwin, es gibt Beweise. Hier, dieses Fax. Was? Fax. Vom türkischen Präsidenten persönlich. Streng vertraulich. Ja, lesen Sie, Sie haben mein Vertrauen. Ja. Erfreut es mich, dass Sie unser System übernehmen. Damit werden Sie jeden überzeugen. Ihnen fehlte der Glaube, jetzt ist es auch für Sie Gewissheit. Das ist noch nicht alles, Herr Frohwin. Sie hat sich ja, das wissen Sie, öffentlich zum Islam bekannt. Nein. Sie hat lediglich gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Ja, sie trifft sich mit Hasspredigern. Na, das sind Poroschenko und Putin. Aber sie hat ihren Kleidungsstil gewechselt. Das ist doch Blödsinn. Sie trägt immer noch Hosenanzüge. Ja, aber die Oberteile in grün. Und grün ist die Farbe des Korans. Ach, also, Herr Böck, jetzt hören Sie doch mal auf. Die Frau Merkel lässt sich doch keinen Bart wachsen. Noch nicht. Ach. Aber Ihr Sprachrohr von der Bild-Zeitung, Diekmann, der hat schon so einen Bart. Ich sage Ihnen, irgendwann wird das Kanzleramt zur Moschee umgebaut. Sie können schon mal die Schuhe ausziehen. Also, entschuldigen Sie, Sie haben doch wirklich einen Sockenschuss. Warum sollte Frau Merkel denn sich zum Islam konvertieren? Ja, können Sie mir das bitte mal erklären? Nee, das streiche ich im Kalender an. Ich darf Ihnen mal was erklären? Ja, bitteschön. Ja, also Frau Merkel geht's doch immer nur um Macht. Ja, das ist eine Binsenweisheit. Ja, aber die geht langsam in die Binsen. Die Weisheit. Nein, die Macht. Überall lauern doch schon Machtjäger rum. Hier der Ali Pascha aus Bayern, Seehofer, mit seinen Dobrindenkackern. Dann der niedersächsische Haremswächter Gabriel mit seinen Sozialeunuchen. Die wollen die Merkel alle in die Wüste jagen. Ja, da gehört sie doch hin. Sie hat doch gesagt, sie ist ein Kamel. Hätte sie besser nicht zugeben sollen. Jetzt weiß sie nicht, wie sie dieses Gesinde, diese Kameltreiber, dieses nicht mehr los wird. Ja, ja, aber Moment, also vielleicht mit einer Fatwa. Fatwa? Fatwa. Um diese politischen Derwische loszuwerden, da braucht sie wohl eine Staatsreligion. Ja, sie brauchen eine Staatsreligion. Alle großen Alleinherrscher dieser Welt haben eine Staatsreligion. Die Saudi-Arabischen, die haben den Islam. Dann Putin hat die orthodoxe Kirche. China hat den Maoismus. Was hat Merkel? Nichts. Also, aber warum sollte sie denn zum Islam konvertieren? Sie ist evangelisch.
Evangelisch, mit der evangelischen Kirche können Sie doch keine Staatsreligion machen. Da können Sie höchstens mit Margot Käßmann einmal besoffen durch die Innenstadt gondeln. Oder... Oder hier mit unserem Bundespräser Joachim Gauck. Dieser Pfarrer, mit dem können Sie höchstens spuken im Schloss Böllerbü, oder wie das heißt. Also, ja gut, dann vielleicht mit der katholischen Kirche. Da können Sie wenigstens die Kinder verdreschen, sagt der Papst. Womit? Mit Würde. Aber nicht ins Gesicht. Ja, das ist wahr. Aber wieso? Sie war doch gerade beim Papst. Hatte sie doch eine Privataudienz? Ja. Sie wollte sich exkommunizieren lassen. Nein, das ist doch Blödsinn. Sie ist evangelisch. Doch, der Merkel, egal. Na gut, dann ist die katholische Kirche auch für den Arsch. Ja, sagte der Priester zum Ministranten. Nein, nein, sie will sich die Methode dieses türkischen Ministerpräsidenten und Präsidenten aneignen. Dieses, Erdal. Erdogan. Erdal ist eine Schuhcreme. Egal, ist alles eine Wichse. Jedenfalls werden Sie sich noch wundern, Herr Frohwin, wenn eines Tages hier die Türen aufgeben, dann kommen Architekten rein und bauen das Kanzleramt um. Herr Böck, ich sag Ihnen eins, wenn hier einmal einer reinkommt und bringt einen Gebetsteppich für Frau Merkel, dann lasse ich mich freiwillig beschneiden. Hallo. Guten Abend. Nein. Ja. Hallo, Tobias Mann, mein Name. Ich habe eine Teppichlieferung für Frau Merkel. Herr Frohwin! Also, Herr Böll, Sie stecken mit dem da unter einer Decke. Ja? Also, wirklich. Hören Sie auf, Herr Frohwin. Schönen guten Tag, mein Name ist Fatih Çevikkurt. Ich möchte zur Kanzlerin. Wie komme ich denn dahin? Ich bin nämlich hier. Sagen Sie nichts! Es geht hier zu wie bei der Islamkonferenz. Ja, den hat der Erdogan geschickt. So viel zur Wasserpfeife, nicht wahr? Ich bringe Sie mal zur Chefin. Kommen Sie. Gerne. Ja, wenn sie überhaupt da ist. Vielleicht ruft sie auch vom Fernsehturm Minarett die neueste Regierungserklärung runter. Ja? Herr immer Böll. Schön gebückt, immer schön gebückt. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, sagen Sie bitte nichts. Abend. Jetzt sagen Sie bitte nicht, dass Sie Architekt sind. Doch. Volker Weininger, von Haus aus Innenarchitekt, diplomiert und mit Migrationshintergrund. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was haben Sie in der Hand? Ja, ein Koran. Scheiße. Ja, das war eine Begrüßung. Ja, Entschuldigung, ich meine, die Merkel macht aus Deutschland ein Kalifat, das kann doch gar nicht sein. Entschuldigen Sie, ich mache mich auf die Socken. Wohin? Ich muss unbedingt ins Bett, der Pförtner hier, dieser Zonenbölk, ja, der macht mich wirklich fertig. Nee, wirklich wahr, ich hoffe nur, wenn ich aufwache, dass das alles ein Albtraum war und die Mauer steht wieder. Ja, ich weiß nicht. Jemand Interesse an einem Koran? Da haben sie mir eben in der Fußgängerzone zugesteckt. Ich denke mir, komm, nimm ihn lieber selber mit, dann muss es kein anderer lesen. Also wenn Sie zu Hause ein wackeliges Ikea-Regal haben, da liegt schon Ihre Bibel drunter. Nein, gut, dann hat es sich erledigt. Nein, aber was ich eben erzählt habe, stimmt wirklich. Ich habe tatsächlich einen Migrationshintergrund, und zwar einen, der sich gewaschen hat. Hänge ich normalerweise auch nicht an die große Glocke, aber ich sage es so, wie es ist, meine Mutter ist Österreicherin. So. Glauben mir viele nicht. Hätte ich nie gedacht, du sprichst doch so gut Deutsch, du kannst noch nicht mal Skifahren. Ja, weil sich meine Eltern ganz bewusst dagegen entschieden haben. Ja, ich sollte meinen Assimilierungsprozess nicht durch egoistisches alpines Freizeitvergnügen gefährden. Nein, Anpassung war bei uns ganz wichtig. Ich bin ja noch nicht mal zweisprachig erzogen worden. Nein, bei uns zu Hause wurde konsequent nur Deutsch gesprochen. Ne, selbst meine Mutter spricht mittlerweile relativ passabel. Und trotzdem, ne, ich bin Teil der Statistik. Per Definition habe ich einen Migrationshintergrund. Und das ist noch nicht alles. Ich habe nämlich einen Sohn. Und der wäre jetzt eigentlich fein raus, weil ich als zweite Generation kann meinen Migrationshintergrund nicht mehr an ihn weitervererben. Das heißt also, er hätte eigentlich eine blütenweiße, unmigrierte Weste, wenn ich mich nicht schon wieder mit einer Ausländerin eingelassen hätte.
Jetzt dreht sich die Migrationsspirale ungebremst weiter, weil meine Frau ist Amerikanerin. Jetzt werden Sie sagen, ja, schlimm genug. Aber es kommt noch schlimmer. Sie hat chinesische Vorfahren. Und genau das sieht man ihr auch an. Ungelogen, wie oft ist meine Frau hier nicht schon gefragt worden, sag mal, woher kommst du eigentlich? Aus den USA. Ja, aber woher denn in echt? Da sagt sie mittlerweile standardmäßig, na gut, erwischt. Also ich bin aus einem nordkoreanischen Gefangenenlager ausgebrochen, hab mich ein paar Jahre als Geisha in Tokio durchgeschlagen, bin danach mit einem chinesischen Wanderzirkus als Shaolin-Kämpfer durch die Provinz gezogen, dann auf einem vietnamesischen Reisfrachter als blinder Passagier nach Thailand geflohen, wo mich mein Mann dann endlich im Urlaub für 2 Rinderhälften aus dem Rotlichtviertel von Bangkok freigekauft hat. Ja, und das Schöne ist, diese Geschichte stellt die Zuhörer sofort zufrieden. Das nehmen die ihr eher ab, als dass sie in den USA geboren wurde. Und jetzt heißt meine Frau auch noch Erika. Also mit vollem Namen Erika Weininger. Und das macht die Leute völlig fertig. Wenn die meine Frau vorher nur aus E-Mails oder vom Telefon kannten, dann stellen die sich bei dem Namen eine dralle 50-Jährige im Dirndl vor. Das verpacken die einfach nicht, wenn sie die dann persönlich kennenlernen. Sie wurde sogar schon mal gefragt, wie denn ihr richtiger Name wäre. Da hat sie dann gesagt, das sei ihr richtiger Name, aber ihr Deckname bei der Stasi war früher I.M. Reissack. Nein, also wie gesagt, I.M. Reissack, jetzt habe ich tatsächlich einen Texthänger, da macht man es. Und es wäre so eine schöne Pointe gekommen an der Stelle und in deren Genuss werden Sie niemals kommen. Ne? Jetzt muss ich mich noch mal kurz sammeln. Wovon haben wir gerade geredet? I.M. Reissack. Ah ja, ich wollte eigentlich nur sagen, es geht ja noch weiter. Und das tut's auch, weil es geht nämlich noch weiter, weil bei einem Vorstellungsgespräch in einem Hotel hat irgend so eine Personaltussi wahrhaftig mal zu ihr gesagt, sie haben aber auch einen starken asiatischen Akzent. Weil erstens, meine Frau spricht kein Wort Chinesisch. Hat die nie gelernt, ihre Eltern schon nicht. Und zweitens, was ist bitteschön ein asiatischer Akzent? Das ist genauso ungefiltert, als wenn Sie sagen würden, ich esse so gern europäisch. Also Strammer, Max, Haggis, Paella, Schöttbulla, Bouillabaisse, Gyros, Fish and Chips, Tortellini, Rösti, Gulasch, Köfte, Apfelstrudel, Chivapchichi und Piroggen. Also so der... Der typische Mix, der so beim Durchschnittseuropäer täglich auf den Tisch kommt. Und wenn man keine Lust hat, selber zu kochen, ja, dann gehst du eben schnell was essen. Wie oft habe ich nicht schon zu meiner Frau gesagt, ach komm Schatz, heute Abend essen wir mal beim Europäer. In diesem Sinne, wohl bekomm's. Prost, Herr Abendszugeordneter. Ja, gleichfalls, ich muss Ihnen als Bundestagsabgeordneter sagen, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wieso sagen Sie jetzt gleich dreimal Scheiße? Ich sitze schon die dritte Legislaturperiode im Bundestag. Scheiße. Das muss ich Ihnen sagen, Scheiße. Wir werden zukünftig, habe ich vom Pförtner an der Pforte Z gehört, zukünftig werden wir von einer Muslima als Kanzlerin regiert. Ja, davon habe ich auch schon Leuten gehört. Ja, ich habe gehört, Karfreitag ist es soweit. Na. Ja, da wird die Merkel öffentlich auf den Koran schwören. Ja, da sagt sie dann, Ashhuda Allah illahallahi halai. Ich unterbreche Sie sehr ungern, ja. Herr Kollege. War das uckermärkisch? Ja. Das war das Glaubensbekenntnis zu Mohammed. In uckermärkisch.
In Arabisch. Das müsste man sich mal vorstellen. Angela Merkel wird Kalifantin in einem VEB. VEB. Vereinigtes Emirat Bundesrepublik. Ja. Da ahne ich doch schon, was dann auf uns zukommt. Dann wird doch hier der Vizekalif, der Sigmar Ibn Gabriel Al-Götting, der würde dann die Vielweiberei ausrufen. Ja, mit einer Ausnahme. Angela Merkel darf neben ihrem Erstmann Joachim Sauer auch Joachim Löw heiraten. Ja. Und die ganze Fußballnationalmannschaft. Das ist aber ein Gedrängel im Bett. Ja. Am Ostermontag wird sie dann per Erlass bekannt geben, dass sie keinen dieser EU-Vasallen zwingt, auch islamistisch zu werden. Nein, vor lauter Schreck konvertieren dann Hollande, die Queen und der andere hier, der heißt Jean-Claude den Juncker. Und der Imam Kauderwelsch, der hat mir gesteckt danach. Danach reist sie nach Omsk, Minsk, Timsk, Tomsk, weiß ich nicht. Dort wird sie in einem nächtelangen Bauchtanz die Sinne von Putin umnebeln, sodass er sofort die UdSSR aufruft. Die Union der salafistischen Scheichrepubliken. Komm mal, Herr Kollege. Aus lauter Angst vor weiteren Bauchtänzen wird dann der Barack Hussein, ja, Obama, sofort bei der Merkel anrufen und sagen, Angie, ich war aber schon immer Moslem. Und dann hat sie nur noch einen gottlosen Gegner auf der Welt. China. Nee, China ist längst konvertiert, die halten Angela Merkel für den Nabel der Welt. Dann ist die ganze Welt unter Merkels Diktat, die ganze Welt? Bis auf die gottlosen Griechen. Ja. Natürlich. Die gottlosen Griechen, zusammen mit den zwei anderen linksradikalen Bollwerken, die es noch gibt, leisten Widerstand. Linksradikale Bollwerke? Kuba und Thüringen. Das ist Herr Vogel, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe, Herr Vogel. Herr Vogel. Wir haben das ja bloß nachgespielt, aber wenn jetzt schon im Bundestag darüber debattiert wird... Also jetzt hören Sie mal auf, das ist einfach eine Schnapsidee mit dieser islamischen Bundesrepublik. Nein, das kenne ich noch aus der DDR, eine Regierung, das sagt, da haben wir immer gesagt, was das Politbüro beschloss, wird sein. Ich sage Ihnen, die Genossen werden sich schon was dabei gedacht haben. Da sind wir. Sagen Sie, wo komme ich denn jetzt zur Kanzlerin? Ach ja, richtig, Sie sind ja dieser Türkei-Experte. Mann, warum bin ich denn immer der Türkei-Experte? Das nervt total. Ja, wieso denn? Sie heißen Fatih Çivikoğlu, Sie sind Türke? Zunächst mal bin ich Deutscher. Und dann bin ich Kölner und da bin ich geboren. Okay. Warum bin ich nicht Fachmann für den Karneval? Ja. Sie, wo kommen Sie denn her? Oberhessen. Oberhessen? Ja. Dann sind Sie bestimmt ein Fachmann für Marburger Nachtwächter. Was? Das ist so ein fieser Kräuterlikör. Mhm. Nee, also den hasse ich. Mhm. Aber gut, wenn nichts anderes da ist, dann tut's der auch. Verstehe. Gut, von Erdogan bin ich auch kein Fan, aber wenn nichts anderes da ist, mache ich den halt. Okay. Genau. So. Kurze Orientierung. Erdogan ist ein Begriff. Erdogan, das ist der erste demokratisch gewählte Sultan der Türkei. Das ist ein großer Putin-Fan, muss man so sagen. Das ist der, eifert ihm total nach. Man nennt ihn nur noch den Bosporussen. So. Ne? So, sag nur, wie es ist. Und ich stelle auch fest, wir haben ja davon überhaupt keine Ahnung. Wir haben ja überhaupt keine Ahnung. Guck mal, zum Beispiel, wir haben ja hier das Gefühl, seitdem Erdogan an der Macht ist, ist die Türkei so ein Polizeistaat, wo die Polizei überall drauf losprügelt. Das stimmt nicht. Nein, die Türkei war schon immer so. Nein, wirklich, meine Eltern haben mich früher immer mit in die Türkei genommen. Frag mich, warum. Und dann hat meine Mutter mal gesagt, so Fatih, wenn du in eine Verkehrskontrolle kommst und kontrolliert wirst und hast dein Perso nicht dabei, kriegst du Probleme. Ich so, alles klar, mal kein Problem. Unterwegs, in die Kontrolle gekommen, Perso nicht dabei gehabt, Probleme bekommen. Probleme bekommen heißt, du wirst mit auf die Wache genommen, dann wirst du erstmal richtig verprügelt. Das gehört da zum guten Ton. So.
Ne, genau, hier gibt es Anschläge, da gibt es Zuschläge. So, ne? Und ich war komplett irritiert. Ich kam nach Hause und so, ey, ich war auf der Wache, die haben mich mitgenommen, die haben verprügelt. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Was hast du gemacht? Nichts habe ich gemacht. Die haben mich kontrolliert, ich hatte mein Perso nicht dabei. Du hattest dein Perso nicht dabei? Will sagen, ich habe keine Ahnung und du auch nicht. Wir wissen nicht, was da los ist. Wir haben keine Ahnung. Ich kann immer den Unterschied sehen, wenn mein Kumpel Aydın mich hier besucht. Wer lebt in Istanbul? Der ist da geboren, aufgewachsen, spricht sehr gut Deutsch, spricht sehr gut Türkisch. Und wenn der mich hier besucht, da sehe ich den Unterschied. Beispiel, der war da letztens, ich hatte Vorstellung am Abend und habe gespielt und hat sich das angeguckt und danach fuhren wir nach Hause. Abend, nach der Vorstellung, entspannt, sitzt im Auto, freust das Feierabendbierchen, rollst durch die Nacht, das Leben ist schön, die Liebe hat gesiegt. So. Rollen durch die Nacht, dann kamen wir in eine Verkehrskontrolle. So. Aydın sieht die Polizei und wechselt die Farbe. Verstehst du? Das löst bei dem was ganz anderes aus. Ich sitze daneben, ich sage, Aydın, entspann dich. Das sind die Bullen, die können es gar nichts. Ne? Aber er kommt aus einem anderen System. Der so, genau. Schmeiß mal so rein prophylaktisch so ein paar Ibuprofen ein. Weißt du? Die 600er, damit es gleich nicht so wehtut. Weißt du? Und dann Verkehrskontrolle kennst du ja. Ne? Kennen wir dann. Verkehrskontrolle kommt der Polizist ans Auto, sagt dann sowas wie, schönen guten Abend. Ihren Führerschein, bitte. Also, Herr Wachtmeister, das tut mir sehr leid. Ich habe meinen Führerschein leider nicht dabei. Der liegt zu Hause auf dem Esstisch, im Portemonnaie steckt der. Das ist mir sehr unangenehm. Ich bitte um etwas Nachsicht. Und er so, Dann zeigen Sie mal die Wagenpapiere. Das mit den Wagenpapieren ist so. Dieser Wagen gehört nicht mir. Wem sein Auto ist das? Sie meinen wessen? Es ist meines Bruders Wagen. Die Liebe zwischen uns stieg ins Unermessliche. Ne? Und aus dieser liebevollen Stille heraus höre ich Aydın, der will das Ding retten. Der so, Herr Wachtmeister, fangen Sie mit mir an, Sie können mich als erstes vielleicht nehmen. Also, hör auf, Aydın, was machst du da? Lass den Quatsch. Nein, Herr Wachtmeister, sieht alles ein bisschen komisch aus, gebe ich zu. Es sah wirklich komisch aus, weil der Wagen meines Bruders, der war zu der Zeit Gebäudereiniger. Das heißt, wir waren in so einem uralten weißen Passat-Kombi unterwegs, Dachgepäckträger drauf, Riesenleiter drauf, diese Industrieleiter, du kennst die Dinger. Hinten im Kofferraum-Kombi, kannst du ja reingucken, ganz viele weiße Kanister mit blauer Flüssigkeit drin. So. Und vorne im Cockpit zwei Kanaken. Der Polizist stand da und dachte, yo, das ist meine Beförderung hier da. Ne, und dann sitzt er so, Herr Wachtmeister, sieht alles ein bisschen komisch aus, gebe ich zu. Aber wissen Sie, die Wahrheit ist, ich komme gerade von der Arbeit. Und er so, Arbeit. Halb eins, Leiter am Dach, Arbeit. Von welcher Arbeit kommen Sie denn? Dann sitzt du da im Auto, ne, nehme mir die Staatsgewalt und ich so, ich bin Komiker. Und er war aber auch cool, der so, Ich lach gleich mit. Und ich guck zu Aydın rüber, Aydın schon in Cyan-Kali-Kapselmund. Der so. Und der Polizist dann so: Sie sind Komiker? Kann es sein, dass ich Sie aus dem Fernsehen kenne? Ich so: Ja! Jetzt sind hier, Kanzler am Pforte-D, ich bin sehr sicher, da ist er, ja klar. Und er so: Sie sind's wirklich? Das ist. Könnte ich ein Autogramm haben? Das war der Moment, wo Aydın ohnmächtig wurde. Raus! Franz! Ich habe Ihnen da gerade draußen zugehört, Sie sind überhaupt gar kein Kanzlerberater. Habe ich nie behauptet. Ich bin hier als Komiker. Ach, das ist wunderbar. Als Komiker zeige ich Ihnen wirklich gern den Weg zu Frau Merkel. Ja, die meisten, die zu ihr wollen, sind Komiker. Einfach achten Stock hinten rechts. Alles klar. Danke. Ja. Tschö. So. Jetzt noch ein allerletztes Wort zu Pegida. Also da hatten jetzt also wirklich Leute Angst in Deutschland vor der Islamisierung des Abendlandes. Besonders in Dresden, konnte ich gut verstehen. Gerade in Dresden, doch wirkt der IS steht ja schon kurz vor Wurzen. Ja? Aus Sachsen wird demnächst ein Großkalifat. Ja? Das Dresdner Ordnungsamt plant schon die Einführung der Scharia für Parksünder. Ja? Sie haben es mitgekriegt, bald dürfen in den Dresdner Christstollen keine Rosinen mehr rein, sondern nur noch Sultaninen. Ja, wirklich, da sind unsere christlichen Werte bedroht. Entschuldigung, unsere christlichen Werte sind erst bedroht, wenn Beate Zschäpe nur noch verschleiert vor Gericht erscheinen darf. Ja, da hatten diese Leute alle Angst, dass es in 50 Jahren in Deutschland mehr Muslime als Christen gibt, weil die bis zu viermal mehr Kinder kriegen.
Da habe ich immer gedacht, ja Leute, was macht ihr denn dann noch auf der Straße? Wenn das eure größte Angst ist, ab ins Bett, ja zeigt dem Muselmann, wo der Hammer hängt. Ja. Okay, hängen ist jetzt das falsche Bild, aber Sie haben ja verstanden, was ich meine. Ja, ich finde wirklich, Angst vor der Islamisierung des Abendlandes müssen wir erst haben, wenn alles Schwarzer zwangsverheiratet und Helene Fischer gesteinigt wird. Wobei, ich gebe zu, ich kann mich mit beiden Gedanken anfreunden. Das ist doch wirklich irre. Ich meine, wenn man sich das alles anguckt, da kann man doch wirklich nur sagen, diese Ängste können nur eingebildet sein. Ich kannte mal einen, der hatte eine Anatidenphobie. Das ist Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Ja, er ist, ja, sowas gibt's. So, Entschuldigung, bin ich gegen den auf die Straße gegangen? Nein, dem habe ich dreimal erklärt, dass in meinem Haushalt keine Enten wohnen. Aber als das nichts genützt hat, da habe ich ihn zum Psychiater geschickt. Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, diesen Demonstranten immer wieder zu sagen, dass es in Sachsen nur 0,1% Muslime gibt. Nein, Angstgestörten können sie eben nicht mit Fakten kommen. Das ist albern, da immer Polizisten zu den Demonstrationen zu schicken. Da müssen Spezialisten ran. Ja. Da haben diese Leute immer Angst vor Parallelgesellschaften in Deutschland. Ja, als wird es sie nicht längst schon geben. Berlin, Marzahn, Starnberger See, Dresden, Weißer Hirsch, Halle, Neustadt. Das ist eine Parallelgesellschaft. Wenn ein Murat oder eine Mandy nur aufgrund des Vornamens in Deutschland andere Bildungschancen hat als ein Maximilian oder eine Charlotte, das ist eine Parallelgesellschaft. Wenn die Gewerkschaft Verdi ausrechnet, dass im letzten Jahr das Privatvermögen zum ersten Mal die 10-Billionen-Euro-Marke geknackt hat und 30% des Reichtums in der Hand von nur 1% der Bevölkerung liegt, das ist eine Parallelgesellschaft. Ja. Wir haben ja vielleicht mitgekriegt, am Freitag ist der neue Armutsbericht der Bundesregierung erschienen. In keinem Euroland sind die Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Dagegen würde es sich lohnen, auf die Straße zu gehen. Ja. Aber dieses ewige, der Islam gehört zu Deutschland, gehört nicht zu Deutschland, der Islam gehört zu Sachsen, er gehört nicht zu Sachsen, können wir mit diesem Kindergarten nicht einfach mal aufhören? Ja, in Sachsen leben 4% Katholiken. Das ist ja auch nicht so dolle. Also bitte können wir nicht einfach mal sagen, wer hier lebt, gehört zu uns. Christen, Moslems, Juden, Atheisten und Menschen, die Angst haben, von einer Ente beobachtet zu werden. Herr Probin, ich hab das... Ich hab das gerade mit angehört. Das mit der Ente ist doch eine Ente. Was? Na, ich dachte immer, die närrische Zeit wäre vorbei. Na, ist sie doch auch seit Mittwoch. Nee, ich hab mich auch gedacht. Aber ich habe gestern auf meinem Computer zwei E-Mails gefunden. Da hat jemand geschrieben, Sie haben noch zwei ungelesene Nachrichten. Da habe ich mir gedacht, oh, die NSE ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war. Was stand denn drin? Die erste Nachricht war eine Warnung. Da stand drin, der Islam ist auf dem Vormarsch. Nur das war doch Wasser auf Ihre Mühlen. Was ich immer sage. Hey, natürlich. Der Islam ist ja überall auf dem Vormarsch. Ja. Haben Sie das schon gehört? Natürlich. In Nordamerika, da hat er ganze Bundesstaaten übernommen. Ja, ja. Alabama. Ja. In Deutschland ist er auch schon vorgedrungen. Er hat schon unseren Fußball unterwandert. Ja klar, Bayern München, da spielt ja schon so einer. Ja, richtig. Und unsere wunderbaren Industrienormen, die sind islamisiert worden. Ich sage nur Aladdin. Ja. Ja, ist ja gut. Aber vielleicht, wie wäre es denn, wenn wir mal was aus dem Islam übernehmen würden nach Deutschland? Wir könnten zum Beispiel ein paar Gesetze aus der Scharia übernehmen. Ist immer das mit dieser Scharia. Das ist also, auf Diebstahl steht da Fuß ab. Na ja, wenn jemand mal wieder eine Doktorarbeit schreibt und zitiert und vorsätzlich die Quellen nicht angibt, Fuß ab. Also Entschuldigung, das Beispiel hinkt. Ja, aber so bekäme der Begriff Fußnote eine völlig neue Bedeutung. Was von der Scharia übernehmen? Wissen Sie, was da für notorische Lügner drin steht? Nein. Zunge ab. Ja, oh, das wäre schlecht. Ja. Dann könnte das Fernsehen die Zeugenaussagen im Edati-Untersuchungsausschuss nur noch als Stummfilm senden. Na ja, das wäre dann wie Ballett im Radio. Ja. Herr Frohwied, ich habe die zweite Nachricht, muss ich Ihnen noch sagen. Da hat mir einer zwei Witze geschickt. Soll ich Ihnen die mal erzählen? Entschuldigen Sie, bei Ihren Witzen, ja, da verstehe ich keinen Spaß. Ja, gut. Dann erzähle ich sie Ihnen.
Vorwiegend hättest du eh nicht verstanden. Nein. Ich muss aber vorher eine lebenserhaltende Vorbemerkung machen. Ich verabscheue folgende Witze. So, jetzt kann ich. Pass auf. Ein Moslem kommt in den Himmel und will Mohammed sprechen. Er klopft an die Himmelspforte. Petrus macht auf. Guten Tag, ich möchte gerne Mohammed sprechen. Sagt Petrus, das ist nicht meine Ebene. Da müssen Sie höher. Er geht eine Etage höher, klopft an. Jesus macht auf. Guten Tag, ich möchte gerne Mohammed sprechen. Das ist nicht meine Ebene. Da müssen Sie ganz nach oben. Er klopft oben an, macht der liebe Gott auf. Guten Tag, ich möchte gerne Mohammed sprechen. Sagt der liebe Gott, ja, selbstverständlich. Komm doch rein, nimm Platz. Möchtest du einen Kaffee? Ja, Mohammed, zwei Kaffee. So. Ja. Wie gesagt, ich verabscheue den Witz. Aber jetzt, wir sind ja ausgewogen, jetzt noch antiklerikaler Witz. Der Papst ist erkältet, weil er hat wieder ein Zölibat in der Menge genommen. Sagt sein Sekretär zu ihm, da können wir mal in die Sauna gehen, geht die Erkältung weg. Die gehen in die Sauna, dem Papst hat es gefallen. Er sagt, morgen könnten wir doch wieder in die Sauna gehen. Sagt sein Sekretär, morgen geht es nicht, morgen ist gemischte Sauna. Ach, sagt der Papst, die paar Evangelien. Und jetzt werden Sie sich fragen, was will uns der Pförtner damit sagen? Folgendes, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Da haben die Menschen gesagt, ja, hätte er sich mehr Zeit genommen, hätten wir jetzt nicht so viel zu tun mit der Nacharbeit. Daraufhin gründeten Menschen Religionen. Sie erfanden die Religion. Die 3 großen Religionen, Moslems, Juden, Christen, bekriegen sich aber untereinander. Sie dienen aber alle einem einzigen Gott und berufen sich auf ihn. Warum bekriegen die sich oder bekämpfen sich und verleugnen sich? Ich bin drauf gekommen, weil die Propheten, Erlöser und Verkünder in ihren heiligen Schriften die Worte Gottes nur einfach falsch verstanden haben, missgedeutet haben, ja falsch ausgelegt haben. So kann man sagen, eine Kanzel in der Kirche, das ist eine Interpretationsbox für den Pfarrer. Und ein Gebetsteppich ist Auslegware, verstehen Sie? Und damals, als Gott seine Worte auf die Welt schickte, war die Welt ja noch keine Google. Und Wikipedia, das waren Wikinger zu Fuß. Nein. Also haben sie die Worte Gottes weitergegeben von Mund zu Mund. Die kennen das alles. Stille Post haben wir alle gespielt. Da am Anfang sagt man ein Wort, es kommt hinten was ganz anderes raus. Da hat einer gesagt, Urinstinkt. Hinten kam raus, der Urin stinkt. Verstehen Sie? Oder einer hat gesagt, das ist eine moderne Masse. Da hat er gesagt, moderne Masse kam raus. Oder einer hat gesagt, ja, ein Märtyrer, das ist ja ein Mensch, der für seinen Glauben gestorben ist. Da hinten raus hat einer gestanden, Märtyrer ist mein Auto auch. Wir. Ja, ich weiß, die närrische Zeit ist vorbei. Was in Gottes Namen auf dieser Erde getötet, gehetzt und gehasst wird, das ist nicht mehr zum Lachen. Ich glaube, wenn der liebe Gott wüsste, was auf Erden in seinem Namen veranstaltet wird, der würde sofort aus sämtlichen Kirchen austreten. Da fällt mir ein Spruch an. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, ich glaube, ich war's. Auf die Frage, warum können sich die großen Religionen dieser Welt nicht einfach gegenseitig respektieren, kam von überall sofort die Antwort, hier wird nicht respektiert, wir machen Intoleranz. Wissen Sie, ich kann nicht so lange warten, wissen Sie, wann die 3 Religionen sich tolerieren und friedlich miteinander leben werden? Wahrscheinlich an dem Tag, an dem ein unbeschnittener Oberrabbi neben einem schweinefleischessenden Obermuller sitzt bei der Hochzeitsfeier vom Papst. Und wissen Sie, wann der Islam in Deutschland angekommen sein wird? Wahrscheinlich an dem Tag, an dem, ich komme gleich drauf, diese Dampfplauderin vom ZDF, Januar, Februar, März, April, Maybrit Illner, wenn die ihre obligatorische Abschiedsformel in ihrer Sendung, bleiben Sie heiter irgendwie, auf Arabisch sagt.
nämlich alle mal lachen. Ja, sagen Sie mal. Sie bringen jetzt tatsächlich einen Teppich für Frau Merkel? Quatsch, nee, das ist im Entwicklungsministerium. Das ist der Kniebel, ne? Das Ex-Teppichluder der FDP, ja, von dem ist er. Dann ist das auch gar kein Gebetsteppich. Quatsch, das ist ein ganz normaler Läufer. Ach was, aber der Kniebel, der ist doch mittlerweile bei der Rüstungsindustrie. Ja. Das ist ein Überläufer. Frohwehen, ja, super. Ja, aber der Kniebel hat ja eine ganze Zeit lang noch gedacht, das sei ein fliegender Teppich. Ach so, mehr als eine Luftbrücke. Ja, jetzt wo wir unter uns sind, kann ich kurz eine persönliche Frage stellen? Ganz kurz, interessiert mich nur. Wer von Ihnen hat denn Merkel gewählt? Kurz melden. Rein statistisch werde ich gerade beschissen. Ja, hier. Er sitzt hier schon, oh, hoffentlich sieht man es mir nicht an. Also, geben Sie es lieber nicht zu. Also in der Kabarettsendung zuzugeben, dass Sie Merkel gewählt haben, ist so ein bisschen wie wenn Sie mit dem Helene Fischer-T-Shirt zum Rammstein-Konzert gehen. Also, oder noch gefährlicher, umgekehrt. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Aber ich habe mich schon oft gefragt, warum wählt ein Mensch Angela Merkel? Warum? Hab darüber sinniert und ich glaube, ich weiß es. Für viele Menschen ist Angela Merkel wie eine Zigarette. Du weißt, sie ist nicht gut für dich, aber sie beruhigt. Die ist die Lucky Strike aus der Uckermark. Und wenn Sie jetzt da so als anonymer Merkel-Wähler da unten sitzen und wenn Sie jetzt so einen leichten Hustenreiz verspüren, das ist nicht die Grippewelle, das ist Wähler-Katar. Das kommt irgendwann, der Auswurf kommt. Ja, Merkel ist so unglaublich beliebt. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Hier, Politbarometer. Die aktuelle Regierung. Ja, die Große Koalition ist die beliebteste Regierung seit dem Partiär. Und das ist scheißlang her. Und warum? Weil Merkel so beliebt ist. Die zieht die alle mit. Merkel hier im Stern, haben Sie es gelesen. Ganz aktuelle Umfrage. Stern ist bekannt, die Zeitschrift. Stern, ja. Die Bravo für politisch abgestumpfte Ü30er, ja. Und da stand drin, dass 56%, glaube ich, waren es, aller befragten Wählerinnen und Wähler sich wünschen, dass die Merkel beim nächsten Mal unbedingt wieder antritt. Ja, weil alle finden ihr Krisenmanagement so toll im Moment. Ja, Ukraine, Euro, Griechenland, das finden alle so toll. Ich sage, so, das ist super. Ja, da können sie auch ein Polier dafür loben, dass sie die selbstverschuldeten Baumängel beseitigt. Ja, ist doch so. Es läuft doch in der EU nichts ohne Merkel. Also auch das, was nicht läuft. Ja, die Merkel, oh, das hat sie super gemacht. Diese Rumjetterei, aber mal unter uns, das bringt doch auch nicht wirklich was. Oder? Merkel wirkt auf mich so ein bisschen wie jemand, der versucht, mit einem nassen Handtuch einen Waldbrand auszuschlagen. In einem Wald, den er selber hat trocken werden lassen. Und hat noch zur Grillparty eingeladen. Ja, aber die Merkel hat natürlich ein total erfolgreiches System. Ja, weil die Menschen sagen dann immer, ach, die Merkel, aber immerhin macht sie was. Sie macht was, die Merkel. Ja, ei, was dann? Ich weiß es nicht. Und bringt's was? Das will ich nicht wissen, ja. Das ist die Einstellung des Wählers 2015. So ein bisschen wie Familienplanung in den 50er Jahren. Ja. Weil Merkel führt ja auch so eine Art politischen Drohnenkrieg. Lässt andere für sich detonieren. Und wenn die Detonation gut ist, sagt sie, ja, das war ich. Und wenn es schlecht ist, sagt sie, ja, mit dem habe ich nichts zu tun. Sie schmückt sich also mit Erfolgen und Misserfolge lässt sie andere verkaufen. Da schickt sie dann auch gerne mal einen Sprecher raus. Regierungssprecher. Steffen Seibert, kennen Sie vielleicht, ne? Seibert war ja früher mal ein glaubwürdiger Medienmann. Heute ist er so eine Art journalistischer Judas. Und der soll uns immer erzählen, was die Merkel so denkt. Und der ist immer furchtbar schnell fertig. Und ja, da sitzen Sie nachher im Auto. Ach, jetzt habe ich es verstanden, war doch lustig. Lass nicht Zeit. Sie haben mehr von dem Abend als er, weil er hat direkt gelacht. Sie sehen, ja. Nein, das ist wirklich der Hasenpreis. Ja. Wunderbar. Ja. Er nimmt noch unbelachte Pointen mit nach Hause. Ja, ist so ein Afterlaufer. Und Seibert ist, kennen Sie, oder? Steffen Seibert ist so ein super System. Ich habe mir das auch überlegt. Das ist, von Merkel lernen heißt Siegen lernen. Ich habe mir überlegt, wenn Ihnen mein Programm nicht gefällt, schicke ich vielleicht demnächst auch einen Sprecher raus, der das mit Ihnen klärt. Aber wer soll das bei mir sein? Mein Sohn vielleicht, der ist 4. Ja, den schicke ich raus und dann kommt er raus und sagt, lasst meinen Papa in Ruhe. Ja? Dann sagen sie alle, ach, wie süß. Also es ist wie beim Seibert. Im Grunde ist es wie beim Seibert. Wobei, haben Sie den Seibert in letzter Zeit mal gesehen? Sieht schlecht aus. Sieht wirklich krank aus, ganz ausgemerkelt. Und,
Kleiner Wortwitz. Nein, dafür brauchen Sie nicht zu klatschen. Aber an diesem Karlauer, da ist natürlich viel Wahrheit dran. Weil, schauen Sie mal ins Gesicht, Seibert war früher so ein sonniger Typ. Heute ist der, der wirkt so verhärmt, der hat ja abgenommen. Wie die Sau, ja, der hat so eingefallene Wangen. Ja, die Augen sitzen ganz tief in den Höhlen. Sind da so schwarze Punkte. Ja, Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, wenn man lange Zeit in einen Abgrund starrt, starrt der Abgrund irgendwann in dich zurück. So muss das aussehen. So sieht das aus, wie beim Seibert, ja. Die arme Sau macht den Job ja nicht freiwillig, ja. Der will ja mal eine Intendanz irgendwann. Deswegen wurschtelt er sich da durch. Ja. Und es gibt so vieles, was einfach, wo Abgründe sind in der merkelschen Politik. Ja, weil sie hat ja was, sie macht ja so eine Art, so Schlagzeilenpolitik. Ja, oder wie man heute sagt, Hashtag-Politics. Ja, also sie haut so zu jedem heißen Thema ein Statement raus, das irgendwie unter 140 Zeichen ist, was man dann wunderbar über Twitter verschicken kann. Und alle denken sich, ach, guck mal, die Merkel erzählt was dazu, na, dann ist ja gut. Ja? Wir haben in Deutschland Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie. Und was macht sie? Die Merkel stellt sich hin und sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Ja? Und alle so, ja, okay. Dabei sagt keiner mehr, dass sie, Merkel, im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass die Menschen soziale Unsicherheiten empfinden, aus denen Fremdenhass überhaupt erst erwächst. Sie hat jahrelang zugelassen, sehenden Auges, Politik, an der ein Warnhinweis hätte sein müssen. So ein Sternchen kann Spuren von CSU enthalten. Ja? Darüber redet keiner mehr. Waffenlieferung, genau so ein Ding. Jetzt sagt sie hier, Waffenlieferung an die Ukraine, das schließe ich kategorisch aus. Ja, militärisch ist der Konflikt nicht zu lösen, ich bin eine pazifistische Kanzlerin. Ja, aber die Waffenlieferung an die Kurden gegen die IS in den Nordirak, das war okay offensichtlich. Haben sie nur, ne? Ja, jetzt sagen sie vielleicht unterschiedliche Umstände, aber Waffenlieferungen sind per se eine scheiß Idee. Jetzt, ich weiß nicht. Ob Sie den Bericht ARD-Monitor, war es, glaube ich, gesehen haben. Keiner weiß, wo die Waffen hingekommen sind. Ja, aber Merkel hat sich damals hingestellt und hat die Menschen wieder um ihre Raute gewickelt. Indem sie wieder einen wunderbaren Satz rausgehauen hat. Das, was ist, wiegt in diesem Falle schwerer als das, was sein könnte. Das Motto eines jeden Junggesellenabschied. Hervorragend, ja. Das nenne ich. Das nenne ich zukunftsgewandte Politik. Militärisch ist der Konflikt auch mit der IS nicht lösbar, sagen auch Experten. Ja, ich habe mir mal die Gemengelage im Nordirak habe ich mir mal rausgeschrieben, um einen Überblick und in dieser ganzen Region, um den Überblick zu behalten in der Region. Also, Assad hasst IS, IS hasst Assad, Westen hasst Assad und IS, Kurden hassen IS und Türkei, Türkei hasst Kurden und Assad, Kurden hassen Türkei, Assad und IS, irakische Regierung hasst IS, die Amerikaner werfen von oben mit Bomben und wir liefern Waffen. Da können Sie auch, wenn es bei einem Kindergeburtstag Streit gibt, einfach mal einen Messerblock in die Mitte stellen. Ja. Aber unser Merkelinchen schickt Waffen. Ich könnte mich so aufregen, aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Was ich erzähle, bringt nichts. Kabarett gegen Angela Merkel ist sinnlos. Ich hab's probiert. Da kannst du auch versuchen, eine brennende Bohrinsel auszupissen. Allahu Akbar. Herr Böll. Herr Bölch, jetzt hören Sie bitte. Allahu Akbar. Können Sie bitte endlich aufhören, hier rumzuschreien wie ein Muezzin? Es wird sich hier alles verändern, Herr Frohwind. Ich bin vorbereitet. Ich komme aus einem Land, wo über Nacht alles anders war. Und da war ich nicht vorbereitet. Und ich habe Ihnen schon mal was mitgebracht. Das können Sie. Hier haben Sie eine Botka. Hier haben Sie den Koran. Ein deutsch-arabisches Wörterbuch. Alles mal lesen. Ja, jetzt hören Sie mal bitte. Hören Sie mal auf. Ja, Herr Bölch, bitte. Das war alles nur ein Missverständnis. Ach, hören Sie doch auf. Ja, natürlich. Der Teppich ist ein ganz normaler Läufer. Der Türkei-Experte war ein Komiker. Und der Innenarchitekt sollte lediglich gucken, ob man hier ein Gewächshaus anbauen kann, wenn 2017 Schwarz-Grün einzieht. Ja. Was ist mit dem Fax? Von Erdogan. Ja. Das war lediglich eine Empfehlung für die nächste Islamkonferenz. Der Merkel einen türkischen Caterer empfohlen. Ja, den kenne ich. Der heißt Islam. Ach, ja, ja. Und sie konvertiert doch. Nein, Herr Bölch, bitte, nein. Sie konvertiert nicht. Der Spuk ist einfach vorbei. Jetzt sagen Sie mir doch mal ganz ehrlich, warum hätte Frau Merkel denn ernsthaft zum Islam konvertieren sollen? Weil wir in Deutschland ein rohstoffarmes Land sind. Ja, und? Und Frau Merkel denkt, wo kommt das meiste Öl her? Aus islamischen Staaten. Und Frau Merkel denkt, wenn wir in Deutschland einen islamischen Staat aufbauen, dann finden wir in Brandenburg Öl. Ja.
Also. Und sie konvertiert. Nein, sie konvertiert nicht. Und sie Nein, konvertiert. Hören Sie bitte auf, sie konvertiert nicht. Ja, sie konvertiert. Guten Abend, ich habe hier einen Gebetsteppich für Frau Angela Merkel. Allahu Akbar! Meine Damen und Herren, das war Kanzleramt Pforte D. Unsere Gäste waren heute als Innenarchitekt Volker Weininger, als Föhnversteher Fatih Cevikoglu, als Teppichhändler Tobias Mann und als zweiter Teppichhändler Max Rabestock. Den nächsten Treffen im Kanzleramt sehen Sie am 26. April um 22 Uhr im MDR Fernsehen. Und bis dahin denken Sie dran, alles, was Sie heute gesehen und gehört haben, das bleibt unter uns.